So, da sind wir wieder. Machen wir noch mal ein bisschen, hm? So, hier hin. The miners had made good on their promise. As the following weeks came and went, the clockwork slowly took shape. Many miners had joined the clockwork's crew in hopes of one day finding their fortune beyond the warp gate. Don and his crew had begun to make a name for themselves, a name that would eventually spread throughout the stars and become legend. Time had finally come to leave Earth behind and embark on the long journey to the core. Ich muss zugeben, ich bin überrascht von Elsas Freunden, dass die in der Lage waren, die Clockwork in guter Zeit zusammenzuflicken. Lass uns hoffen, es will nicht wieder Teile herumfliegen, wenn wir es das erste Mal anschalten. Du solltest mehr Vertrauen in diesen Leuten haben. Sie haben ein Risiko eingegangen, uns zu helfen. Und wir sollten beten, wir werden in der Zukunft ein solches Glück haben. Ihr zwei müsst konzentriert bleiben. Bitte vergesst nicht, wir sind fast getötet worden. Hier. Und wir haben noch nicht einmal die Heimat verlassen. Solange sie uns bezahlen wollen, können wir hier bleiben und unsere Flotte aufbauen. Und die Vorräte einsammeln, die wir brauchen. Mal davon abgesehen, haben wir keine Zeit für Nettigkeit oder nein, Ritterlichkeit oder einen verlorenen Krieg zu kämpfen. Hier verdammt nochmal zu verschwinden ist alles, was zählt im Moment. Ja, naja, es sieht so aus, als würden diese Reparaturen uns helfen, sehr viel größere Sachen zu bauen. Wir müssen für andere Blackboxen schauen. Ich kann sie verwenden, um neue Schiffdesigne zu entdecken und unsere alte Datenbasis wieder aufzubauen. Wir haben jetzt einen großen Hangar und zwei kleine Hangar. Okay. To a few new locations. Aha. Level Blockade. Ah, wir müssen Level 5 erreichen, um hier rauszukommen. Okay. UTA-Patrouille, 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 UTA. Okay, da fliegen wir mal hin und werden den Zivilisten mal helfen. Und dann mal sehen, wie wir unsere Schiffchen aufrüsten. Oh. Empty Hangar. Der Boomerang. Okay, Windstränge. Der ist sehr wendig. Der kann viel tragen. Ganz ehrlich, nein. Da baue ich mir lieber was, was viel tragen kann erstmal. Tractor Beam, Small Pulse Cannon, Small Pulse Cannon, Schild. Standard Schild. Standard Reaktor. Aha. Ja, einzelne Panzerplatten, die wir heraussuchen können. Gut, weiter geht's. Wir wollten die Zivis hier helfen. Da unten ist der Gegner. Fliegen wir da doch mal hin.
Muah. Oh, wie viele Rettungskapseln waren das jetzt? Ich fürchte, es waren zu viele, um alle mitzunehmen. Ah, meine KI sammelt die anderen ein. Wir haben dieses neue Schiff, ist jetzt auch schon hier, okay. Das Ding da oben ist 3000 Meter entfernt und in die Luft geflogen. Ach nee, das war das da unten. Das ist 5000 entfernt, verdammt. Also ich habe jetzt den Frachter gebaut, weil ich eben hier mit den Jägern immer so wenig einsammeln kann. Mal nehmen, mal schauen, was der Frachter so alles eingesammelt hat. Außen habe ich eh lieber wendigere Schiffe. Level up! Goons cloned? Was? Wir haben die geklont? Okay. Wird ja immer interessanter. Hier genau, der Reaktor. Wie kostet das? 4. Okay. Die Schilde wollten ja aufrüsten. Ich konzentriere mich jetzt mal auf Reaktor und Schilde und schaue dann mal, ob ich bessere Waffen bekomme. Hier haben wir noch feindliche Schiffe. Was haben wir denn hier noch? Ah, ich schau mal, was der hier schon so alles aufgesammelt hat. Nur einen. Zwei. Ach, da unten ist noch der letzte, der verblieben ist. Ich muss den raussuchen, eher wo ich hinschieße. Unten sind noch ein paar Rettungskapseln. Und der hat auch noch ein paar rausgelassen. Ich glaube, mein Frachter sammelt die schon fleißig ein, ne? Ja. Da kannst du noch was einsammeln. Okay, wir werden dann gleich zur Beacon zurückgehen. Ah, da liegt noch irgendwo. Da. Also das Teil ist natürlich extrem lahm, aber egal. Wir sammeln das jetzt noch ein. Bevor es verschwindet. Verdammt. Gut. Und jetzt zurück. Zur Minenbasis. Mal schauen, was wir uns hier kaufen können. So viele Goons brauche ich gar nicht, da verköpfen wir mal 5. Na komm, gibt schon Gas. Oh, mehr kann ich gar nicht verkaufen. Gut. Hier kann ich noch den Overload-Emitter sonst nur noch kaufen. Range for Power, also opfert Reichweite für Schaden. Oh, schau. Ich wollte eh nochmal den Frachter umbauen. Wollte ich hier noch einen Laser reinpflanzen. Jetzt geht. Und dafür kriegt ihr dann noch. Moment. Oh, den kann ich gar nicht. Was braucht denn der? Ach, ich muss Beams auf Level 1 erhöhen. Okay. Gut, dann muss ich das nächste Mal da einen Punkt investieren. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, jetzt sind wir eigentlich aus dem Tutorial das Haus.
Welchen Level sind wir denn jetzt? 4, wir müssen aber auf 5 kommen. Das heißt, noch ein paar Sachen hier erledigen. Gibt's hier vielleicht Aufträge? Teamcard? Nein, was ist hier? UTA Headquarter, da fliegen wir bestimmt noch nicht hin. Oh, sind hier gar keine Feinde. Aber ein bisschen was zum Abbauen ist hier. Ah, das Ding, also die KI ist gar nicht schlecht in dem Spiel. Das gefällt mir. Ich frage mich gerade, ob es nicht doch besser gewesen wäre, statt dem Minenlaser. Ich dachte, der wäre vielleicht zum Abbauen halt besser geeignet, aber gut. Aber irgendwie selbst da sind andere Waffen besser. Nehmen wir noch mit, dann ziehen wir jetzt wieder. Was ist eigentlich das Symbol hier? Escort the ship to safety. Ah, schön. Hoffentlich schaffen wir das. Das Ding kriegt nämlich einiges an Treffern ab. Kommt schon! Also, ich werde den Frachter wieder umbauen und ihm die Pulskanone, die zweite Pulskanone noch geben, dass wir ein Schiff mit Pulskanonen haben. Die anderen Beams. Ich überlege noch, ob ich auf Pulskanonen, Beams oder doch Raketen setzen soll. Da bin ich noch am Überlegen. Rettungskapsel. War das Bett? Distanz. Ach, da unten steht's ja. Hier. Escort. Ach Gott, der hat ja noch nicht mal. Schauen wir uns die da mal. Geht noch eine extrem hohe Reichweite. Hier geblieben, mein Freund. Moment mal, das ist ja ein grünes Schiff. Oh. Netflix. Oh, komm nicht baden. Was macht die denn? My ship went boom. Da ging mein erstes Schiff dahin, da ging mein erstes Schiff dahin. Lalalala. Ja. Weißt du nicht, warum das jetzt Boom gemacht hat, aber es hat Boom gemacht.
Oh, weil die mit etwas größeren Raketen schießen. Die wir eskortieren, da sollte ich Abstand halten. Ein Treffer. Was zur Hölle? Es war ein Treffer. Das ist natürlich ziemlich übel. Wozu sollen wir die überhaupt eskortieren? Die sind auch tot. Naja, wenigstens steigen wir bald wieder ein Level auf, wenn die hier so weiter die Schiffe zerschießen. Da fliegt die Rakete schon wieder. Oh, die Rakete ging daneben. Müssen wir doch mal was arbeiten. Funksprüche sind wirklich seltsam im Hintergrund. Du merkst, ja. Oh, was kommt denn da Großes an? Das heißt, wenn es ankommt, aber ich glaube, auf die Entfernung werden die Rakete nicht einsetzen. Oh. Vielleicht doch. Hoffentlich überleben die jetzt selber die Explosion. Auf jeden Fall, wenn die Rakete nicht einsetzen. Niemals. Niemals. Mission complete. Und damit sind wir auf Level 5. So, dann schauen wir nochmal. Beams wollte ich jetzt auf Level 1 holen. Ja gut, die anderen zwei hebe ich mir dann auf. Um Reaktor und Schilde das nächste Mal zu. So. Zurück hierhin. Dann geht's bald in die große weite Welt hinaus. Ich schau mal, was ich hier noch refitten kann. Zu allen, die hier werde ich mal mit neuen Lasern ausstatten. Und den hier mit dem Pulskanon. Genau, die sind nämlich gut gegen die Panzerung. Gut, dann hierhin. Okay, hier ist das erste Tor, das wir überqueren müssen. Die UTA-Schiffe sind geladen. Mit Sprung verhindern, unterbrechen. So, deshalb müssen wir die als erstes ausradieren. Bevor wir das Tornetzwerk betreten können. Wir sollten ähnliche Blockaden an jedem Warp-Gate erwarten. Zwischen uns und dem Kern. Oh, ihr habt das Gefühl, die sind ja wesentlich stärker. Mal auf den hier konzentrieren. Oh, Scheiße! Ich bin ja gleich tot. Nicht so gut. Dann nein!
Weg, 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 weg. Nein! Mit der Rakete! Weg, 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 weg. Ah! Weg, 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 weg! Generier dich! Regenerier dich schneller! Regenerier dich noch schneller! Oh scheiße, die haben alle meine Schiffe zerstört! Oh, hier wird das Spiel dann wohl definitiv schwerer. Verdammt! 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 Ich brauche mal was zum Kämpfen. Ja, ja, Smart Weapons, ich weiß, aber ich will. Ich fürchte, aber wir müssen das einsetzen, aber die können keine, Dinger können hier alle keine. Oh, cool! Moment. Machen wir das doch einfach mal so. Hier brauche ich Feuerkraft. Kostet mir jetzt zwar jede Menge. Aber scheiß drauf. Ja, das meinte ich. Schneller! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nein! Gott! Dieses große Ding ist. Ach du Scheiße. okay, vielleicht sollten wir es mal mit dem Ding probieren. Aber da habe ich beim letzten Mal nicht mehr herausgefunden, wie man mit den scheiß Raketen feuert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich keine Raketen habe. Wer soll immer zu dir nachgebaut werden? Ah, das ist Drecksding von der Reichweite. Wie schnell ist das Drecksding? Weg! Verdammt, jetzt geht das Rest aus. Oh, verdammte Scheiße. Okay, ich schau mal, was ich im. Ich kann dann zumindest damit noch schießen. Okay, wie wir es mit dem Ding aus. Das ist halt ein verdammter Frachter, kein Schlachtschiff. Okay, ich versuche das mal mit den Dingern hier. Problem ist halt, ich habe echt noch nicht rausgefunden, wie ich denn jetzt diese blöden Raketen abfeuere. Konzentriere euch jetzt alle auf diesen verdammten Scout. Gut, na, ganz toll. Ja, das ist ja eh auf Auto-Rebuild. Da. Zzzz.
Wie viel Rest haben wir noch? 80. Ich habe noch nicht mal ein Schiff von denen zerstört. Ja, gut. Das ist jetzt eine etwas blöde Situation, denn eigentlich wollte ich schon langsam mal aufhören für dieses Angespielt-Dingens. Ich werde auch aufhören. Das ist durch gerade gewaltigst in die Hose gegangen. Also prinzipiell macht mir das Spiel viel Spaß. Ich würde es mir auch kaufen, auch für 2 Euro. Also kostet es 8 Euro. Da müsste ich mir dann schon schwer überlegen. Wow, huge holes. Naja. Da müsste ich es mir aber schon schwer überlegen, weil es doch schon einiges ist. Und das Problem ist, ich werde es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, aber ja, ich habe einfach mal ist noch so viel anderes zu zocken da. Da würde ich dazu eh nicht kommen. Also will ich es erstmal lassen und vielleicht, wenn ich mal die Zeit habe, es mal zuschlagen. So gut, dann beende ich die ganze Sache jetzt hier. Vielen Dank fürs Zusehen und den miserablen Niederlage zum Schluss hoffentlich vergessen. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.